Zartbitter ist das Gefühl der Sehnsucht. Auf der einen Seite dieser intensive Wunsch nach jemandem oder etwas und auf der anderen Seite die Unerfüllbarkeit bzw. Unerreichbarkeit. In den grauen, immer kürzer werdenden Tagen des November, in denen die letzten braunen Blätter von den Bäumen fallen, da wird unsere Sehnsucht manchmal riesengroß. Nach Wärme, Licht und Geborgenheit. In diesem besonderen Jahr auch nach Gemeinschaft, nach Kultur, Sport, Freizeitaktivitäten und nach einer gesunden, positiven Perspektive. Wir stehen an einer Grenze, die uns klar aufzeigt, was uns in unserem Leben fehlt. Und am Ewigkeitssonntag denken wir dann natürlich besonders an all diejenigen, die uns für immer verlassen haben. Im vergangenen Kirchenjahr waren da viele hochbetagte Personen. Manche gesegnet mit einem glücklichen Leben und einem würdevollen Tod. Viele aber mit einem langwierigen Abschied nehmen von der eigenen körperlichen und geistigen Integrität. Wir standen an Gräbern von Menschen, die ganz plötzlich durch Unfall oder Krankheit aus dem Leben gerissen wurden oder die sich mit einer unbarmherzigen Diagnose und ihrem Tod auseinandersetzen mussten. Manche haben uns mit vielen Fragen zurückgelassen, weil sie ihren Todestag selbst gewählt haben. Und andere sind gestorben, bevor sie überhaupt leben durften. An wen denken Sie? An wen denkst du? Jeder, der jemanden verloren hat, leidet unter dessen Fehlen. Der Verstand hat die Tatsache, dass da jemand für immer gegangen ist, womöglich registriert. Die Seele und das Herz aber kommen oft monatelang, ja jahrelang nicht hinterher. Und wenn wir religiös empfinden, dann halten wir Gott unsere Sehnsucht hin. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir, mein Gott. Die Sehnsucht nach einem geliebten, verstorbenen Menschen tut unglaublich weh. Aber Gott antwortet uns darauf mit Liebe und Verständnis. Ja, er versteht diese brennende Sehnsucht. Er taucht mit uns ab in unsere Traurigkeit, um uns wieder daraus hervorzuziehen.
Er umarmt uns mit seiner unendlichen Geduld und er hört sich an, was wir ihm zu sagen oder auch vorzuwerfen haben. Und dann bietet er uns immer wieder aufs Neue das Fernglas der Hoffnung an. Die Sehnsucht lässt uns dieses Leben intensiv spüren mit allen guten, schlechten oder auch abgrundtiefen Gefühlen. Die Hoffnung lässt uns leben, manch einer möchte sagen, überleben. Sie lässt uns nicht versinken im unerfüllten Sehnen, sondern sie treibt uns in die offenen Arme Gottes, wo wir Trost und Erfüllung erfahren können. Das wünsche ich uns allen. Amen.